Weit im Osten Europas liegt ein Landstrich, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und wo sagenhafte Geschöpfe frei umherstreifen. Ein Landstrich, in dem die Menschen noch Ehrfurcht vor den Tieren des Waldes haben. Vor allem vor einem. Dem Wolf, der zahlreiche Märchen und Sagen inspiriert hat und Bewunderung, aber auch Furcht und Hass hervorruft. In den Karpaten fand er einen Rückzugsort. Es ist Mai. Tief in einem Wald im Herzen Rumäniens regt sich neues Leben. Diese kleinen Wolfswelpen wagen sich erstmals aus ihrem Bau ans Tageslicht. Bei der Geburt sind sie taub, blind und ungelenk. Doch nun, im Alter von 3 Wochen, sind ihre Augen geöffnet und die Kleinen üben fleißig, sich auf den Beinen zu halten. Mindestens 5-mal täglich werden sie von ihrer Mutter gesäugt. Der Vater der Welpen bleibt in ihrer Nähe. Nur die ranghöchsten Tiere eines Rudels pflanzen sich fort. Ihr Rudel besteht aus dem Nachwuchs früherer Jahre und einigen nicht verwandten Tieren, die sich dem Rudel angeschlossen haben. Die nächste Zeit wird die Mutter beim Bau bleiben, um ihren Wurf zu beaufsichtigen. Dabei achtet sie darauf, dass die Kleinen sich nicht zu weit wegwagen. Denn beim Erkunden ihrer Umgebung können Welpen schnell in Schwierigkeiten geraten. Die Welt da draußen ist gefährlich. Weniger als die Hälfte der in den Karpaten geborenen Wolfswelpen erreicht die Geschlechtsreife. Zwar erwartet sie ein Leben als Beutegreifer par excellence, doch bis es soweit ist, stellt so manches Tier des Waldes eine tödliche Gefahr dar. Der eurasische Luchs ist zwar etwas kleiner als ein Wolf, doch eine kräftige Raubkatze. Die 4-mal so große Beutetiere reißen kann. Anders als Wölfe jagt der Luchs allein. Da er nur über kurze Distanzen sprinten kann, schleicht er sich möglichst nah an seine Beute heran. Ein Luchs kann einen ganzen Wurf Wolfswelpen töten, wenn diese unbeaufsichtigt sind. Zum Glück für unsere Wolfswelpen hat dieses Weibchen jedoch schon eine Reh gerissen. Das reicht, um die nächsten Tage satt zu werden. In den dichten Wäldern dieser schroffen Berge ist genügend Platz für diese scheue Katze und ihren Nahrungskonkurrenten, den Wolf. Die Karpaten erstrecken sich über 7 europäische Staaten und 1.500 Kilometer felsiges Gelände von Westen nach Südosten. Sie gehören zu den wenigen letzten wilden Landstrichen unseres dicht besiedelten Kontinents. Wölfe wurden weltweit gnadenlos bejagt, doch nunmehr erholen sich ihre Bestände. In den Karpaten lebt die zweitgrößte Wolfspopulation Europas.
Das Geheimnis des Erfolgs der Wölfe ist Kooperation. Jeder Wolf, der seinen Platz im Rudel kennt, ist wichtig für dessen Einheit. Denn der Jagderfolg eines Rudels hängt von dessen Zusammenarbeit ab. Wölfe kommunizieren mittels Körpersprache ihre Stimmung und ihren Rang und testen damit Grenzen aus. Schwanzwedeln zeigt an, dass dieser Wolf entspannt ist. Beim Begrüßen festigen die Mitglieder eines Rudels ihren Bund durch spielerisches Kabbeln und mit leichtem Zwicken in die Schnauzen. Dieses Männchen drückt sein Selbstvertrauen durch seine aufrechte Haltung aus. Während dieses mit eingekniffenem Schwanz und gebückter Haltung die Schnauze eines Ranghöheren leckt und damit Unterwerfung anzeigt. Zwischen Rangniederen und Ranghöheren gibt es ein ständiges Geben und Nehmen. Auch das Hinwerfen auf den Rücken und Darbieten des weichen Bauchs und der verletzlichen Kehle ist eine Unterwerfungsgeste. Wobei die harmlosen Bisse der Ranghöheren selten Schaden anrichten. Gerade beim Zwicken in die Kehle geht es vor allem darum zu zeigen, wer das Sagen hat. Diese komplexe Verhaltensweise hilft, echte Aggressionen einzudämmen. Was Gutes für die Welpen verheißt, denn ein Rudel, das zusammenhält, hat bessere Überlebenschancen. In den Wäldern der Karpaten lebt eine weitere Art mit hochentwickeltem Sozialverhalten, die zu den Beutetieren der Wölfe zählt. Wildschweine leben in sogenannten Rotten, die von einer ranghohen Bache angeführt werden. Vor 5 Wochen kam ihr Nachwuchs zur Welt und nunmehr sind die Frischlinge kräftig genug, ihre Mutter bei ihren Streifzügen durch den Wald zu begleiten. Dank ihrer gestreiften Fellzeichnung sind sie gut getarnt. In einer Rotte pflanzen sich nicht nur die Leitbache, sondern auch ihre Töchter und andere eng verwandte Weibchen fort. Im Alter von etwa 1 Jahr werden die Eber aus der Rotte vertrieben und müssen sich um sich selbst kümmern. Bis zur Fortpflanzungssaison im Winter ziehen sie entweder allein oder in Junggesellengruppen durch den Wald. Die Leitbache trifft alle Entscheidungen für die Rotte, wozu auch die Suche nach der schmackhaftesten Nahrung gehört. Bis zu 12 Kilometer täglich legt eine Rotte auf Nahrungssuche zurück. Das Nahrungsangebot des Waldes ist äußerst abwechslungsreich. Und Wildschweine sind nicht wählerisch. Als Allesfresser ernähren sie sich von Pflanzen, Nüssen, Eiern, Insekten, Amphibien und Kleinsäugern. Selbst Aas wird nicht verschmäht. Mit ihrer durch eine harte Knorpelscheibe verstärkten Nase wühlen sie durch den Boden. Dabei wird der Waldboden regelrecht umgepflügt, was ideale Wachstumsbedingungen für Gräser, Blumen und Schößlinge bedeutet. Der Wald ist für seine Regeneration auf seine tierischen Bewohner angewiesen und bietet diesen im Austausch alles, was sie zum Überleben brauchen. Das gilt auch für Europas größtes Säugetier.
den Wisent. Es ist Juli. Unter dem schattigen Blätterdach sucht dieser Wisentbulle Zuflucht vor der Sommerhitze. Er wiegt fast eine Tonne und sein Widerrist ist fast 2 Meter hoch. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert waren die Wisente in den Karpaten durch Bejagung ausgerottet. Dank eines Wiederansiedlungsprojekts jedoch leben nun wieder kleine Herden in ihrem angestammten Lebensraum. Wildhüter haben ein wachsames Auge auf die Wisente. Denn die Art ist europaweit vom Aussterben bedroht. Den Tieren sollte man nicht so nahe kommen. Denn fühlt sich ein Bulle gestört, greift er an. Der Wisentbulle ist der König des Waldes. Allein dank seiner schieren Größe muss er kaum Feinde fürchten. Einzig und allein der Mensch kann ihm gefährlich werden. Zwar greifen auch Wölfe Wisente an, haben es dann aber meist auf Jungtiere oder schwache Mitglieder der Herde abgesehen. Kaum ein Wolfsrudel wagt es, sich mit ausgewachsenen Wisenten anzulegen. Bei Angriffen drängen sich Wisente zu einer lebenden Schutzmauer zusammen und ihre Hörner und Hufe sind wirksame Verteidigungswaffen. Nur in Ausnahmefällen gehen Wölfe das Risiko eines Angriffs ein. Der riesige Bulle hat einen gewaltigen Appetit. Er vertilgt bis zu 30 Kilogramm pflanzlicher Nahrung pro Tag. Im Sommer bietet der Wald ihm ausreichend frische Blätter als Nachschub. Dank seiner Größe gelangt er an Äste, an die andere Pflanzenfresser nicht herankommen. Auch die Rinde toter Bäume ist willkommene Nahrung. Ebenso wie Baumpilze oder harte Gräser, die andere Pflanzenfresser verschmähen. Doch auch hier handelt es sich um ein Geben und Nehmen. Wisente spielen eine wichtige Rolle zur Erhaltung eines gesunden Waldes. Dies zeigte sich auch nach der Wiederansiedlung dieser eindrucksvollen Wildrindart. Denn durch ihre Lebensweise verbreiten sie Pflanzensamen besonders weit. An ihren Hufen kleben zahlreiche Samen, die so durch den Wald getragen werden. Im Fell verfangen sich die stacheligen Samen der Kletten, die woanders wieder abgestreift werden. Vor allem aber enthält ihr Dung jede Menge unverdauter Samen und lebenswichtige Mineralstoffe wie Stickstoff, die deren Keimen stimulieren. Zudem legen zahlreiche Fliegen und Käfer ihre Eier in den Fladen ab. Was den Wisenten selbst nicht unbedingt genehm ist. Denn im Sommer werden sie von Schwärmen von Insekten und anderen Parasiten geplagt. Doch hier schafft ein Staubbad Abhilfe. Die Wolfswelpen sind nun 8 Wochen alt. Und ähneln mit ihren langen Läufen und großen Pfoten bereits den ausgewachsenen Tieren. Sie werden jeden Tag selbstständiger und wagen sich in Begleitung des Rudels bis 1,5 Kilometer weit von ihrem Bau weg.
Mit ersten Rangeleien üben sie, später ihren Rang behaupten zu können. Spielerisch erlernen sie so die wichtigsten sozialen Regeln und üben, sich durchzusetzen. Die Welpen sind fast entwöhnt und lassen sich von den Eltern mit Fleisch versorgen. Weshalb das Rudel mehr Beute reißen muss als üblich. Das Rudel bricht zur Jagd auf und lässt die Welpen an einem sicheren Ort weit ab vom Bau zurück. Bei der Suche nach Beute verlassen sich Wölfe vor allem auf ihren Geruchssinn. In ihrer Nase finden sich über 200 Millionen Riechsinneszellen, 200 Mal mehr als bei Menschen. Das Riechzentrum ihres Gehirns ist 60 Mal größer als das des Menschen. Und offenbart den Wölfen eine uns unsichtbare Welt. Das Rudel hat Witterung aufgenommen. Wölfe können ihre Beute tagelang verfolgen. Wenn die Jagd beginnt, können sie ihre Beute hetzen, bis diese erschöpft aufgibt. Die Wölfe nähern sich dem Urheber des Geruchs, einer Wildschweinrotte. Nun verlassen sie sich auch auf ihre Augen, die in einem Gesichtsfeld von 250 Grad jede kleinste Bewegung erkennen. Das Rudel hält sich möglichst lange gegen den Wind und außer Sichtweite. Die Wölfe spähen nach dem schwächsten Tier in der Rotte. Ein Frischling wäre leichte Beute, gäbe es nicht die Mutterbache, die ihren Nachwuchs kaum aus den Augen lässt und diesen erbittert verteidigt. Mit seinem kräftigen Gebiss kann ein Wildschwein Wölfen üble Wunden zufügen. Im Schutz des Waldes fächert sich das Rudel auf. Doch der drehende Wind macht den Wölfen einen Strich durch die Rechnung. Die Wölfe verzichten auf eine Verfolgung. Bei derart vielen ausgewachsenen Wildschweinen wäre das Risiko zu groß. Diesmal können sie ihren Hunger und den ihrer Welpen nicht stillen. Die Erfolgsrate einer Wolfsjagd ist niedrig. In manchen Gegenden liegt sie unter 10%. Wölfe sind an magere Zeiten gut angepasst. Wenn es sein muss, halten sie es mehr als 2 Wochen lang ohne Nahrung aus. Nicht aber so die Welpen, weshalb das Rudel unter Erfolgsdruck steht. Nutztiere sind für Wölfe eine Versuchung, der nur schwer zu widerstehen ist. Den Lebensraum der Wölfe teilen sich Hirten mit ihren Schaf- und Ziegenherden. Zum Schutz ihrer Herden setzen Schäfer auf den besten Freund des Menschen. Rumänische Hirtenhunde wachen seit Jahrhunderten über die Schafsherden.
Man erzählt sich, sie seien Nachfahren von Hütehunden aus Mesopotamien, wo vor etwa 9000 Jahren die ersten Schafe und Ziegen domestiziert wurden. Die Hunde sind sehr widerstandsfähig. Das wechselhafte Bergwetter scheint ihnen nichts auszumachen. Bevor der Schäfer mit seiner Herde auf die Weiden zieht, müssen erst die Schafe gemolken werden. Dies geschieht, wie seit jeher, traditionell von Hand. Aus der Milch wird ein nahrhafter Käse hergestellt, der nicht nur die Hirtenfamilien ernährt, sondern auch die Hunde. Fleisch ist hier ein Luxus. Und Käse beinhaltet alle nötigen Nährstoffe, um die Hirtenhunde für ihre anstrengende Tätigkeit bei Kräften zu halten. Dieser Schäfer kennt seine Hunde seit deren Geburt. Die Welpen sind innerhalb der Herde aufgewachsen, die sie nun bewachen. Hunde und Wölfe haben einen gemeinsamen Vorfahren, der vor etwa 27.000 Jahren lebte. Während Wölfe sich ihre Menschenscheu bewahrt haben, verloren die Ahnen der Hunde diese immer mehr und wandten sich den Menschen zu. Doch sie bleiben Rudeltiere und schützen nunmehr ihre neuen Rudelgenossen, ganz gleich, ob Mensch oder Schaf. Die Herde bricht zu den Almen im Hochgebirge auf, wo die Schafe den Sommer über nahrhafte Kräuter und Gräser weiden. Nun beginnt die gefährlichste Zeit für die Herde. Denn bis zum Spätsommer drohen den Schafen Angriffe durch Wölfe. Und den Wölfen wiederum Vergeltungsmaßnahmen der Schäfer. Was schlimme Folgen haben kann, denn stirbt ein Leitwolf, löst sich ein Rudel meist auf. Was dazu führt, dass die vereinzelten und oft unerfahrenen Wölfe sich die leichteste Beute aussuchen, Schafe. Naturschützer haben deshalb darauf hingewirkt, die traditionellen Hirtenhunde wieder einzuführen, die Wölfe wirksam abschrecken. Zudem erhalten Schäfer und Bauern Entschädigungen für gerissene Nutztiere, um sie davon abzubringen, sich an den Wölfen zu rächen. Nach einem langen Tag wird es Nacht in den Karpaten. Und die Schafe werden auf der Alm in einen Pferch gesperrt. Die Nacht ist nicht ungefährlich für die Herde. Denn Wölfe jagen oft im Schutz der Dunkelheit. Doch die Hirtenhunde bleiben auf der Hut. Dank ihrem dichten Fell macht ihnen die Kälte der Nacht nichts aus. Und dank ihres guten Gehörs und Geruchssinns warnen die Hunde den Schäfer durch Bellen rechtzeitig vor sich nähernden Beutegreifern. Bislang war es ein guter Sommer. Der Schäfer hat kein einziges Tier verloren. Während seine treuen Hunde Wache halten, kann er unbesorgt schlafen. Neben dem Menschen haben Wölfe noch einen weiteren Feind, Artgenossen anderer Rudel. In unserem Rudel herrscht Unruhe. Die Wölfe haben die Witterung eines anderen Rudels aufgenommen, das in ihr Revier eingedrungen ist.
Kommt es zu einer offenen Konfrontation, drohen ernste Verletzungen. Dieser Gefahr wollen sie ihre Welpen nicht aussetzen. Daher sammeln die Leitwölfe die Tiere ihres Rudels, um auf Patrouille zu gehen. Das fremde Rudel muss vertrieben werden. Da die Welpen so gut wie abgestillt sind, zieht auch ihre Mutter los und lässt ihren Nachwuchs in der Obhut eines Wächters zurück. Die Reviere der Wolfsrudel in den Karpaten sind zwischen 80 und 300 Quadratkilometer groß. Die Reviergrenzen werden mit Duftmarken gekennzeichnet. Unterwegs uriniert das Leitwolfpaar immer wieder und hinterlässt so seine Visitenkarte. Der Geruch ihres Urins und Kots verrät auch das Geschlecht und die Paarungsbereitschaft. An der Grenze ihres Reviers angelangt, halten sie öfter inne. Sie verkünden lauthals ihre Anwesenheit. Wolfsgeheul löst schon seit Jahrhunderten Ängste bei uns Menschen aus und hat zahlreiche Legenden inspiriert. Die Warnung ist eindeutig. Haltet euch fern, dies ist unser Revier. Das Geheul dient auch dem sozialen Zusammenhalt, ob als Sammlungsruf oder um in Kontakt zu bleiben, wenn Tiere eines Rudels in unterschiedlichen Teilen des Reviers unterwegs sind. Das Geheul trägt bis zu 16 Kilometer weit. Nach dem Patrouillengang kehrt das Rudel zu den Welpen zurück. Es hat seine Einigkeit demonstriert und Konkurrenten klargemacht, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Wölfe in freier Wildbahn zu akzeptieren, hat große Vorteile. Sie stehen in der Nahrungskette ganz oben und sorgen unter anderem dafür, dass die Rotwildbestände nicht überhand nehmen. In den Karpaten leben besonders viele Hirsche. Sie sind bevorzugte Beute der Wölfe. Im Sommer leben die Hirsche in Junggesellenverbänden zusammen, während die Weibchen eigene Herden bilden, in denen sie ihren Nachwuchs aufziehen. Hirsche ernähren sich von Gräsern, aber auch von Laub, Schößlingen und jungen Trieben. Gäbe es die Wölfe nicht, würde dem Wald großer Schaden drohen. Ein zu großer Hirschbestand würde die Bäume ernsthaft schädigen. Ein gesunder Wald ist auf gesunde Raubtiere angewiesen. Die Wölfe teilen sich ihren Lebensraum in den Bergen mit dem weltweit häufigsten Beutegreifer. Der Rotfuchs ist besonders anpassungsfähig. Füchse jagen nicht nur Beute, sondern verschmähen weder Aas noch Früchte. Als Nahrungsopportunist passt er seine Ernährung den Jahreszeiten und unterschiedlichsten Lebensräumen an. Als geschickter Jäger erbeutet er Kleinsäuger und sogar Vögel. Die Spechthöhle ist zu hoch und außer Reichweite. Aber man kann's ja mal versuchen. Doch es gibt auch Bodenbrüter.
Und Meister Reinecke hat Glück. Ein unbewachtes Nest bedeutet leichte Beute. Vorsichtig schnappt er sich ein Ei. Eine wertvolle Proteinquelle für das clevere Kerlchen. Doch statt es umgehend zu verschlingen, versteckt er es als Vorrat. Ei um Ei wird geschnappt und verbuddelt, bis das Nest geplündert ist. So sorgt der Fuchs für magere Zeiten vor. Fühlt er sich beobachtet, gräbt er seine Vorräte wieder aus und versteckt sie woanders. Doch die Luft scheint rein zu sein und sein Schatz somit sicher. Dank seines Geruchs und seines guten Ortsgedächtnisses findet er seine Vorräte später wieder. Wie viele andere Tiere auch, besitzen Füchse spezielle Neuronen, sogenannte Orts- und Gitterzellen, mithilfe derer sie sich räumlich orientieren. Sie nutzen gewissermaßen eine mentale Landkarte. Wo Füchse keine natürlichen Feinde haben, vermehren sie sich stark und gefährden die Bestände von Vögeln, Kleinsäugern und Amphibien. Zum Glück für das natürliche Gleichgewicht streifen in den Karpaten genügend andere Beutegreifer umher. Luchse fressen auch Füchse und leisten so ihren Beitrag zur Begrenzung der Bestände. Zudem meiden Füchse Wolfsreviere, sodass sie sich in den Karpaten nicht übermäßig ausgebreitet haben. Und somit sind auch die hiesigen Bestände kleiner Beutetierarten nicht sonderlich gefährdet. Ein Wandel kündigt sich an. Der Herbst bringt kühlere Temperaturen und kürzere Tage. Und der Wald beginnt seine alljährliche Verwandlung. Die Laubbäume ziehen das Chlorophyll aus ihren Blättern ins Innere. Zurück bleiben andere Blattfarbstoffe, die das Laub bunt färben. Dann bildet sich an der Basis der Blattstiele eine dünne Korkschicht und der Baum wirft seine Blätter ab. Nun sind auch die Samen der Bäume reif und fallen auf den Waldboden, darunter Bucheckern, Eicheln und Kastanien. Die reiche Ernte des Herbstes ist eine willkommene Energiequelle vor Anbruch des Winters. Nicht nur Wildschweine, Wiesente und andere Pflanzenfresser laben sich am großen Nahrungsangebot auf dem Waldboden. Auch der zu Land größte Beutegreifer Europas sattelt nun auf vegetarische Kost um. Ein Braunbär schlägt sich vor dem Winterschlaf noch ordentlich den Magen voll. Für die Rothirsche beginnt im Herbst die alljährliche Brunftzeit. Der Platzhirsch patrouilliert wachsam durch sein Revier.
Den Sommer hatte sich seinen Geschlechtsgenossen gegenüber friedlich verhalten und sich Muskelmasse angefressen. Doch im Herbst ändert sich sein Verhalten. Jetzt naht die Jahreszeit der Brunftkämpfe. Der Hirsch steht in Saft und Kraft und trägt ein prächtiges Geweih. Im Frühjahr werfen Hirsche ihr Geweih ab. Den Sommer über wächst ihnen dann ein neues, größeres nach, ausgelöst durch das Freisetzen von Testosteron. Im Herbst stoppt das Geweih sein Wachstum und der Kopfschmuck verknöchert zu einer prächtigen Waffe. Der Platzhirsch wittert eine Herde Hirschkühe und ist bereit, für sein Recht auf Fortpflanzung zu kämpfen. Sein Röhren ist mehr als einen Kilometer weit zu hören. Die Hirschkühe lassen sich von seinem lauten Röhren und seinem Imponiergehabe offensichtlich beeindrucken. Der Platzhirsch wälzt sich in seinem pheromonhaltigen Urin, um die Brunft der Weibchen auszulösen. Testosteron geschwängert ist der Platzhirsch bereit, seinen Harem auf Gedeih und Verderb zu verteidigen. Auf dem Balzplatz versammeln sich die Männchen, um ihre Revieransprüche zu behaupten. Ständig mustern sie einander und versuchen, sich durch Imponiergehabe gegenseitig einzuschüchtern. Manche Hirsche schmücken ihr Geweih mit Grünzeug, um beeindruckender zu wirken. Der Platzhirsch prüft die Paarungsbereitschaft der Hirschkühe und lässt seinen Harem nicht aus den Augen. Denn ein Rivale könnte einen Moment der Unaufmerksamkeit ausnutzen, um selbst zum Zug zu kommen. Die Atmosphäre wird immer spannungsgeladener. Ein Herausforderer nähert sich. Und lässt sich nicht vertreiben. Sind die Hirsche etwa gleich groß, ist ein Kampf meist unvermeidlich. So auch hier. Die Kontrahenten gehen aufeinander los und versuchen, einander aus dem Weg zu schieben. Der Platzhirsch setzt sich gegen seinen Herausforderer durch, der geschlagen das Weite sucht. Er hat seinen Harem verteidigt. Nicht zum ersten Mal und sicher nicht zum letzten Mal, denn die Brunftzeit dauert noch eine Weile an. In der Brunftzeit kommen Hirschböcke kaum zum Fressen. Sie können in dieser stressigen Zeit zwischen 20% und 30% ihres Körpergewichts verlieren.
Das Wolfsrudel hat einen Hirsch gerissen. Ein ausgewachsener Wolf kann bis zu 9 Kilo Fleisch auf einmal vertilgen. Die Welpen sind nun fast 7 Monate alt und so gut wie ausgewachsen. Sie nähern sich ihren Eltern und schnappen sich ihren Anteil an der Beute. Während nahebei die rangniederen Tiere darauf warten, bis sie an der Reihe sind. Erst wenn die Leitwölfe satt sind, dürfen die anderen Tiere des Rudels fressen. Hierbei kommt es oft zu Rangeleien, die größtenteils durch Drohgebärden ausgefochten werden. Ein Zähnefletschen mit angelegten Ohren bedeutet: Bleib weg, das gehört mir. Sind die Welpen ausgewachsen, verlieren sie ihre Vormachtstellung und müssen sich mit den anderen Mitgliedern des Rudels um die Überreste balgen. Sie bleiben etwa 2 bis 3 Jahre im Rudel der Eltern und helfen den Leitwölfen bei der Jagd und beim Aufziehen der nächsten Welpengeneration. Dann verlassen sie das Rudel, wobei die Männchen oft früher das Weite suchen als die Weibchen. Als einsame Wölfe legen sie große Distanzen zurück und suchen Anschluss an ein anderes Rudel oder gründen mit einem Partner ein eigenes Rudel. Alle Tiere der Karpaten spielen eine wichtige Rolle beim Erhalt des natürlichen Gleichgewichts dieser prächtigen, uralten Wälder. In einem immer dichter besiedelten Kontinent stellt dieses Gebirge einen unvergleichlichen Rückzugsort für die Natur dar und lässt uns erahnen, wie es einst in ganz Europa ausgesehen haben mag.